Es ist ja auch kurios, dass wir über ACTA noch gar nicht so viel wissen. Denn vieles, was in ACTA drin steht, steht nicht in diesem Papier, sondern in Protokollrandnotizen von den Verhandlungsprotokollen. Und das Kuriose ist, dass die noch nicht mal veröffentlicht sind. Und wie sollen wir eigentlich genau wissen, was da drin steht, wenn das nicht mal öffentlich und transparent zum Beispiel ins Internet gestellt wird? Auch deswegen stehen wir heute hier. Aus Regierungskreisen ist ja manchmal zu hören, dass die Kritik an ACTA völlig überzogen ist. Aber ich sage euch, es kommt eben nicht darauf an, was genau in ACTA drin steht, sondern in welchem Geist dieses Dokument geschrieben wurde. Denn hier wird die Grundlage für weitere Vorratsdatenspeicherungen, für Sperrungen im Internet, für Überwachungen im Internet gelegt. Welt. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den viele nicht berücksichtigen. Sie denken alle an Facebook vorbei, Twitter vorbei, alles dieses, das greift in unser Leben ein, aber es greift auch in das Leben der Bauern und der Bürger in anderen Ländern ein, zum Beispiel bei Medikamenten. Dort geht es um das Problem der sogenannten Generika. Das sind nachgemachte Medikamente mit ähnlichen Wirkstoffen. Der Handel mit diesen Medikamenten ist legal, aber durch dieses neue Abkommen könnten die EU-Länder immer dann, wenn der Transit über ein EU-Land erfolgt, diese Generika beschlagnahmen und damit kommen sie nicht in die Entwicklungsländer. Das bedeutet für sie, den 3- bis 4-fachen Preis der Originalmedikamente zahlen zu müssen. Etwas Ähnliches ist, darüber spricht mein Kollege beim Saatgut, und ich denke, auch das muss aufhören. ACTA ist also ein Abkommen gegen Piraterie, das in das Leben von Menschen direkt eingreift, und deshalb gehört es für mich beendet. Und das möchte ich ganz in dem Sinne tun, global denken, aber lokal handeln. Und gerade deshalb freue ich mich, dass Sie in dieser großen Zahl hier in Rostock dabei sind. Und das Gesetz ist noch nicht zu Fall gebracht. Da braucht es jede Aktivität und jede Stimmung.